Hey Leute! Was geht? Claudia mit Nina, hallo! Hallöchen Nina, na, alles klar? Hallo! Ja, alles gut. Ich hab gerade noch mal gecheckt, ob alles läuft. Ja, ist alles on. Ja. Wir sind hier gerade schon in einer Fashion Famous Runde und heute haben wir was Besonderes vor. Wir werden heute 24 Stunden nur blau tragen. Das heißt, wir werden in allen Kategorien, heute werden drei Kategorien machen. Ne? Und den ganzen Tag hier bei Fashion Famous ist natürlich ein Video, ne? Wisst ihr Bescheid. Aber es geht darum, dass ihr Bescheid wisst, nur blau tragen. Das ist auch so ein Die bisschen erste Kategorie ist Cutest Cartoon. Bisschen trollig, ne? Muss man mal sagen. Wieso? Ne? Also ich meine, wir müssen ja auch irgendwie das Thema umsetzen, aber andererseits sind ja auch wahrscheinlich auch die gleichen Spieler in den anderen Runden auch mit dabei. Die denken dann, hä, was ist mit denen denn los? Die haben das Spiel gehackt, die haben die abgesprochen. Ja, das kann sein. Cutest Cartoon? Ja, ich glaube, das hatten wir schon mal. Cutest Cartoon hatten wir schon mal und ich versuche da was Blaues zu finden. Oh, das kann man sogar zusammen anziehen. Hä? Kahn, guck dich mal bitte an und guck mich mal bitte an. Ich wollte gerade sagen. Ohne Witz! Wir haben fast das gleiche an. Ja, aber das ziehe ich wieder aus. Wenn du wieder das gleiche hast, dann ziehe ich was anderes an. Aber ich habe auch den Pullover damit kombiniert. Das war irgendwie witzig. Ich habe gerade gedacht, hä? Da ist jemand, der genau voll... Cutest Cartoon in Blau fällt mir ehrlich gesagt auch nichts ein. Ja, wobei Rapunzel... Ja, Cutest Cartoon? Elsa, oder? Ja, oder das, genau. Also es geht auch nur um das Outfit. Du musst nicht unbedingt blaue Haare haben, ne? Okay. Aber ich überlasse es dir. Mit blauen Haaren kann man natürlich noch mehr punkten. Und ihr könnt am Ende entscheiden, wer denn hier am besten den ganzen Tag blau getragen hat. Meins ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich versuche irgendwie... Oh, das ist so eine moderne Interpretation von Rapunzel. Klar, ich mache mir Flügel. Flügel gehen immer. Ich weiß nicht, warum Leute immer auf Flügel stehen, aber ich weiß auch nicht. Das sind richtig coole blaue. Das sind eher so lila, aber vielleicht nehme ich wohl eher so grünlich. Ha, das ist nicht blau genug. Blue, double, dia, double, die. Das könnte auch der Song heute werden. Mhm. Soundtrack zu unserer Runde. Das ja, keine Ahnung, wen ich damit. Aber das ist blau auf jeden Fall, das Outfit. Die sind nice. Sind das eigentlich hier neue Flügel? Ich kenne viele davon gar nicht. Das ist schon mal sehr gut dazu, finde ich. Aber ich bin noch nicht so zufrieden. Ich brauche, glaube ich, noch ein Accessoire oder so. Oder eine Krone oder sowas. Gibt es hier nicht irgendwie noch was? Also ich finde, hier mit Blau ist das gar nicht so schlecht. Blau ist eine ganz gute Farbe, ne, bei Fashion Famous. Da gibt es einige Sachen, die ganz schick aussehen eigentlich. Ja, aber Cutest Cartoon, mir passt das Thema gerade nicht so gut. Ich nehme mal das. Das ist doch alles so ein Blau. Und so. Ja, ich nehme das. Ja, keine Zeit mehr. Es geht auf den Laufsteg. Keinen Sinn, mein Outfit. Cutest Cartoon, aber ich versuch's trotzdem mal. Also bei Fashion Famous muss man ehrlicherweise auch sagen, da macht vieles keinen Sinn und trotzdem das die Leute. Stimmt allerdings. Deswegen, versuchen wir mal so unser Glück. Mit der 24 Stunden nur Blau tragen Challenge heute. Wir waren schon ein paar Mal echt vom Kopf gestoßen, wo wir dachten, was sind da für Leute auf dem Treppchen? Aber sowas von. Wir fanden unsere eigenen Kostüme natürlich viel besser, aber naja, das Publikum hat anders entschieden. Ja, guck dir das jetzt mal wieder an. Das ist auf jeden Fall cute. Ich weiß nicht, aus welchem Cartoon das ist. Könnte... Nee, fällt mir gar nicht ein. Rugrats, das sind doch so glatzköpfige. Ja, stimmt. Ja, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. So prinzessinhaft, ne? Aber ich sehe jetzt keinen bestimmten Cartoon-Charakter da drin. Ja, aber ich glaube, das wäre allgemein schwierig. Bei mir wahrscheinlich auch nicht, aber ich könnte so eine Fee. Bei mir auch nicht. Sein. Ich habe ehrlich gesagt mich auch an keinen Cartoon gerichtet, sondern ganz allgemein. Ja, ich wollte eigentlich Elsa machen, aber dann habe ich noch so eine Haarschleife entdeckt. War das nicht Belle oder so? Von Schön und das Biest, die so ein gelbes anhatte? Ja, ist auch schön. Ja, muss ich schon sagen. Ja, aber der Kopf, finde ich, passt nicht so gut dazu. Hier, Cutest or the Beast. Ja, Belle ist the cutest. Ja. Oh, jetzt kommt Nina. Mal gucken, was dein blaues Outfit... Ja! Schön! Nicht schlecht, was? Ja, da kriegst du sogar 4 Sterne von mir. Ich finde das sogar Danke. Richtig gut. Ich finde das richtig gut. Hast du schön getroffen. Die Farben passen einfach perfekt zueinander. Ja, die Farben, also Farben, ja, aber auch das Outfit ist diesmal. Das passt diesmal wirklich ganz gut. Ja, nee, tut mir leid. Das ist kein Standardspruch, wenn er Leute bewertet. Und das ist einfach überhaupt nicht in seinen Vorstellungen.
Ja, nee, tut mir leid, aber was soll ich da machen? Mehr als, tut mir leid, fällt mir da nicht ein. Aber meins ist, in dieser Runde habe ich mir auch nicht so viel Mühe gegeben. Die tanzt die ganze Zeit. I look cute in pink, ja, geht. Tanzt hier die ganze Zeit rum. Wie so ein Cheerleader. Woop, woop. Roblox Girls. I am cutie? Ja, ja, ja. Das ist so kawaii-mäßig, ne? Aber ich mag das Gesicht nicht so gerne. Also diese... Finde ich passt nicht. Nee, aber ansonsten finde ich das Outfit ganz süß, auch mit diesem Hasen oder was auf dem Kopf war. So, jetzt bin ich. Oh. Bin ich mal gespannt. Ja, die Flügel wollte ich auch erst nehmen. I'm blue. Ich finde, du siehst so ein bisschen mystisch und gefährlich aus. Ja. Das war aber auch nicht so Plan. Nicht so cute irgendwie, das fehlt nee, mir so nee, habe ich auch nicht mehr drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Weil ich war schon, nach zwei, drei Sachen dachte ich mir schon, ja komm. Fehlt ja fast das gleiche Outfit wie die andere. Ja, aber das ist ein bisschen... Ja, die Haare, ja, nee. Okay. Bleiben wir mal so, bei zwei Sternen. Ich habe jetzt zwei Sterne. Ah, ich habe schon wieder... Da war eine Millisekunde zu wenig, habe ich nicht gedrückt. Warum brauchst du immer so lange eigentlich? Ja, weil ich überlege, auf welche Sterne ich hier gebe und dann will ich drücken und dann ist es schon zu spät. Ja! Was? Ja! Ich bin auf dem dritten Platz. Ich verstehe das gar nicht. Ganz ehrlich, diese Kawaii-Tante hätte ich nicht auf den zweiten gesetzt und Khan hätte ich ehrlich gesagt auch nicht auf den dritten gesetzt. Ich bin auf dem fünften. Aber wir haben alle, guck mal, wir haben alle 17 Punkte. Stimmt. Wie wird das dann, also geht's dann nach der Reihenfolge? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich auf dem dritten Platz gelandet bin. In der ersten Kategorie hier von 24 Stunden nur eine Farbe tragen. Ich wäre eigentlich auch auf dem dritten Platz. Ja, eigentlich, aber bist du nicht. Das ist irgendwie mies, ne? Kann jemand mir mal erklären, wenn Punkte gleich vergeben werden? Jetzt ist sie so richtig sauer. So nein, aber ich versuche das gerade zu verstehen. Wie entscheidet das Roblox? Also das ist nur rein Interesse ja, halber. Ich kenne das, Nina. So jetzt so Fragen stellen, ne? Und dann so sagen, ich bin nicht sauer, aber mich würde es einfach nur interessieren. Nee, das ist genauso wie wenn man eine 5 bekommt und eine andere eine 4 und dann sagt, ja, die hat genauso viele Punkte wie ich, mich würde es mal interessieren. Einfach nur so, ich bin nicht sauer. Nein, aber warum? Ich bin auch nicht sauer, aber wird das dann so zufällig gewählt? Also das könnt ihr mir wahrscheinlich auch nicht beantworten, aber ich stelle mir gerade die Frage. Reg dich doch nicht auf, Nina, Mensch. Jetzt bleib doch ruhig. Beruhigen Sie sich. So, mal gucken, was das nächste Thema ist. Me in real life. Wie in real life. Okay. In real life bin ich eine Erbse, das sieht man noch. Ja, dann musst du eine Erbse, obwohl Erbsen sind ja nicht blau. Sind blaue Erbsen. Wie in real life. Wir können ja gerne auch in allen Farben machen. Wenn, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das kann ja alles heißen. Mit blau. Wie in real life. Wie in real life. So, oh ja, ich habe eine Idee. Ja, gut, ich muss mich jetzt, wie wäre ich denn? Als Frau, als eine Lady. Ich bin eine Lady. Wie sagt man denn, wenn man so einen Meerjungfrauen-Muschel-BH anhat, warum hat man denn darunter noch ein T-Shirt? Sieht voll komisch aus. I don't know. I don't know! Ja, in real life bin ich auf jeden Fall eine Meerjungfrau. So wie steht fest. Was drücke ich denn hier die ganze Zeit? Das ist irgendwie voll blöd. Ja, also bei mir muss ich auch echt gestehen, es ist eher so blau-weiß gerade. Bei mir ehrlich gesagt auch. Ah, ich brauche noch. Nein, 10 Sekunden noch, Hilfe! Okay, schade, ich hätte gerne noch eine Tasche gehabt, aber da hatte ich irgendwie keine Zeit für. Oh nein, ich habe mein Diadem in den falschen Farben gewählt. Ich wusste nicht mal, dass man da die Farbe ändern kann. Jetzt habe ich da irgendwas angeklickt, was ich gar nicht wollte. So, bin mal gespannt, wie es heute laufen wird. Wir sind, glaube ich, in London, ist das, glaube ich, wieder mal. London! Es geht weiter in die zweite Runde vom blauen Outfit. Mal gucken, ob wir es getroffen haben. Aber ich muss ehrlich gestehen, so blau ist es bei mir jetzt dann doch nicht geworden. Ja, doch schon, aber die Haare machen wieder einiges kaputt. Me in real life. Die ist wohl in real life ein Teufel. Langweilig. I'm me. It's me, Mario. Das wäre eigentlich ein bisschen witzig gewesen, wenn das jemand gemacht hätte. So ein Mario-like-Kostüm. It's a me, Mario. So, jetzt ist Nina dran, da bin ich mal gespannt. Oh ja. Ich bin ein Mermaid in real life. Bist du das in real life denn tatsächlich? Hä? Bist du das denn in real life mit einem Ja, Meerjungfrau klar. Aussehen? Das ist nur meine Hülle. Ich bin ja jetzt ein Mensch, aber eigentlich bin ich ein Mermaid.
Ich weiß ja nicht. Wie? Ich hab dich noch nie im Wasser gesehen. I'm blind. I got glasses. I'm sorry. Okay. Hä? Das ist sowas von... Was hat das jetzt mit unspektakulär? Kapier ich nicht. Das Outfit fand ich gar nicht so schlecht. Hm? Das Outfit fand ich aber nicht so schlecht. Ja, aber es ist doch voll langweilig. Was denken sich die Leute hier gerade? Ach so, könnte man natürlich auch so denken, dass die ganz andere Avatare haben und jetzt machen sie einen Charakter, der aussieht wie sie. So, jetzt bin ich? Das bist du, sieht aus wie du. Also ein Model in real life. Du bist so ein Heiko. Ich finde, das passt. Hallo? Ich arbeite in real life als Model. Ja, nee, das bist du niemals in real life. Ich finde das alles irgendwie voll langweilig. Ich dachte, man hat jetzt so wie so eine gespaltene Persönlichkeit, also so ja, ein Doppelleben. Das bist nur du. Du hast vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit. Wir nicht. Wir sind ganz normal, Nina. Ich fand die Runde voll lame. Wenn ich nicht ja, gewonnen habe, vielleicht, vielleicht bist du ja Erster. Wer weiß. Dritte. Ja, guck, du bist sogar Dritte geworden. Glückwunsch. Warum hat die denn die mit dem Panda gewonnen? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Hab ich nur auf. So, jetzt schauen wir uns die Punktezahl mal wieder an. Also Nina ist einmal auf dem dritten gelandet, ich auch. Gleiche Punkte. Guck, wir haben jetzt auch wieder 9 Punkte, aber diesmal bist du vorne. Ja, diesmal habe ich gewonnen. Ja. Okay, wir kommen zur letzten Runde jetzt. Ich hoffe, es wird nochmal ein cooles Thema. Mal schauen. Aber ich denke, es wird ziemlich cool. Do I look fat? Ja, das passt doch super zu uns. Das ist eher so wie in Real Life. Ich ja. Do I look fat? Voll die seltsamen Themen heute. Ja, aber cool. Do I look fat? Diese Frage stelle ich mir auch jeden Tag. Und ich sage mir immer wieder, ja, das tue ich. Und ich bin stolz drauf. Ich überlege gerade, ob ich heute mal als Mann gehe. Das mache ich eigentlich nie. Ja, ich wollte es jetzt gerade auch machen, ehrlich gesagt. Diese Muskeln könnten auch so Fettgeschwüre sein. Fettwülste. Ach, wir müssen ja bei Blau bleiben, ne? Ich glaube, ich bleibe trotzdem als Frau. Aber ich habe so einen eher einen Männerkörper, sag ich mal, von der Statur her. Ja. Nee, das mache ich nicht. Wobei es zu witzig wäre, aber ich mach's nicht. Was denn? Ich habe so eine eher Frauenfrisur, dann so eine bauchfrei und so und dann aber dieses bärtige Gesicht. Also passt vorne und hinten nicht. Ich finde, meins passt aber super zum Thema. Na ja, gut, dann schauen wir mal in dem sehr, sehr witzigen Thema Do I look fat, wie wir wie viele Punkte wir hier bekommen. Abschneiden, ja. Wahrscheinlich haben die anderen wieder ganz normale Outfits und wollten sich wahrscheinlich wieder nicht... Ja, so die Blöße zeigen, so ungefähr. Manche sagen, also manchmal fühlt man sich ja auch so, wenn man irgendwas anzieht, dass es so unvorteilhaft geschnitten ist oder einfach einen seltsamen Schnitt hat. Hä, was ist das denn? Verstehe ich auch nicht. Kein Stern. Nee, bei mir auch nicht. Kein Stern. No, no, no. Das ist auch einfach so eine Floskel, sehe ich dick aus. Das so, kann man einfach immer sagen, weil man kann die Bestätigung... So, jetzt kommt meins. Ich finde, das passt. Ich finde, das hat richtig gut gepasst. Oder, Nina? Ja. I'm a pig. Ja, wow. Tut mir leid, jetzt einfach nur den... Der Kommentar muss auch Sinn machen. Voll nee, lame, kein, ja. Kein Stern von mir. Nee, tut mir leid. Nee, so nicht. So kommst du bei Fashion Famous nicht weiter. Zumindest nicht bei mir. Ich bin jetzt mal fies. Ist mir egal. So, jetzt kommt Nina. Ja, das passt auch. Komm, kriegst sogar 5 Sterne von mir heute. Ich habe eine Pommes-Handtasche, hast du die gesehen? Ja, das passt. Sehr gut. Yum, yum, nom, nom. Oreo-Keks, lecker. Okay, ja, nee, komm, kein Stern von mir. Ja, komm, einen kriegst du von mir. Weil mir die Haare gefallen. Ich gebe sogar 2. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Do I look fat? Hat die so einen Mundschutz? Ah ne, eine ja, Katze ist das, ne? Ja, ne, schon Mundschutz, aber glaube ich irgendwie sowas drauf immer halt, ne? Achso, sieht aber aus wie so ein Katzengesicht. Drauf gedruckt. Ja. Noch jemand oder war's das? Ich glaube, das war's jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir in der letzten Runde hier abschneiden werden, ob und, wir und? Auf dem Podest landen oder nicht! Oh. Nina!
Nina ist zumindest auf dem dritten Platz. Das ist doch mal gar nicht so aber schlecht. Du bist gar nicht dabei. Warum hat die Katze gewonnen? Verstehe ich auch nicht. Und dieser Typ mit dem Kugelkopf. Mann, nur 8. Wie viele Sterne hast du mir gegeben? Ich habe 4 dir gegeben. Ja gut. Okay, Leute, das war's mit 24 Stunden nur Blautrank. Wobei das letzte, Nina, da hättest du dir ein bisschen mehr Mühe für Blau geben können. Wieso? Ich hatte eine blaue Latzhose an, komplett. Ja, aber das war so eher so dunkel, weiß ich nicht. War auch blau. Oder dunkelblau eher. Naja, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt gerne weitere Challenges, Vorschläge ne, für Fashion Famous, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Nina, oder? Ganz genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.